Hallo und herzlich willkommen, ich bin Stans und wir spielen LS22, die Old Stream Farm. Und ja, wenn ihr so ein bisschen in die Ferne guckt, werdet ihr feststellen, dass sich hier ein bisschen was getan hat. Ja, wir haben gestern Stream gehabt, also gestern in dem Sinne, weil ich gerade heute noch so ein bisschen das vornherein aufnehme. Und da ist einiges geworden. Ich habe euch aber versprochen, dass ich einen kleinen Zusammenschnitt machen werde. Verzeiht, wenn nicht alles bis aufs Detail perfekt sitzt. Ich habe versucht, die über 3 Stunden ein bisschen so zusammenzuquetschen, dass wir da einen halbwegs guten Inhalt zusammenbekommen, dass ihr zumindest ein bisschen Überblick habt. Ich danke auf alle Fälle den Zuschauern, die gestern alle da waren. Hat riesen Spaß gemacht und ich denke, das werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwann wiederholen. Und ja, in der nächsten Folge, denke ich, werden wir den ganzen Kram hier fertigstellen. Ich glaube, das werde ich jetzt nebenbei nicht machen. Ich werde dann eher nochmal eine Folge aufzeichnen, wo wir das Ganze hier so ein bisschen nochmal durchspielen oder mal gucken. Und ja, den Weg bis hierhin, den werdet ihr jetzt auf alle Fälle erstmal noch im Stream sehen. Und von daher viel Spaß damit. So, hallo und herzlich willkommen. So, ich muss ja tatsächlich mal gucken. Ich habe hier seit der letzten Folge, die wir gemacht haben, gar nicht mehr so viel gemacht. Von daher muss ich mir erstmal wieder einen Überblick verschaffen, weil die gefühlt schon wieder eine Weile her ist. NF Marsh spielst du? Okay, NF Marsh habe ich tatsächlich überlegt, ob ich die auch spielen will. Ist ja, das ist eine Vierfach-Map, ne? So, jetzt können wir mal kicken. Was haben wir denn hier? Hier ist noch Gras drin, aber wir könnten mal gucken, was die Tiere hier machen. Okay. Müsste drüben ähnlich aussehen, ne? Ne, warte mal, das war der zweite Schafstall. Hier müssen wir auf alle Fälle noch ein bisschen räumen. Okay, hier sieht es auch gut aus. Ich meine, da hat Remrod schon wahrscheinlich eher recht, dass es Sinn machen würde, nur die zwei zusammenzulegen. Aber nee, ich glaube, ich mache das schon hier komplett einmal im Ganzen. Aber vielleicht sollten wir dann die Bäume hier wegmachen und hier das so ein bisschen rumziehen. Hier so, sodass das hier quasi eine Linie ergibt. Ich glaube, das würde mir besser gefallen, dass man ein schönes Feld hat, was so ein bisschen zusammen. Ich denke, das wäre schon. Ja, und den Kram hier, denke ich, den können wir einfach wegschreddern. Das sind 1, 2, 3, 4. Ja, die paar Bäume einfach umhauen. Können wir ja auch erstmal beiseite räumen oder so. Das müssen wir mal gucken. Also, aber wie gesagt, wir müssen definitiv jetzt erstmal. Und ein großer Höhenunterschied, ja. Da müssen wir mal gucken, ob wir da gegebenenfalls auch noch ein bisschen was angleichen. Kriegen wir irgendwie hin. Aber da haben wir natürlich ordentlich Plan. Also das heißt, wir müssen jetzt definitiv April noch 2 Monate irgendwie vorankommen. Ich denke, wenn ich die Gewächshäuser jetzt einmal noch vollfülle, dann haben wir mit denen auf alle Fälle jetzt erstmal Ruhe. Genau, dann müssten wir wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das hier aus? Das ist im Wachstum. Das heißt, das ist auch erst im Juni reif. Das ist super. Da muss man nicht zwischendurch nochmal mähen. Dann kann man eigentlich direkt dann fast in den Juni spulen und können da abernten und loslegen. Ja, den Pflug habe ich ja noch da hinten stehen. Da steht ja noch der Meißelgruber. Den würde ich auch heute wieder nehmen. Da braucht er einen größeren Traktor. Aber ich denke, unsere Traktoren sind eigentlich. Für was brauche ich einen größeren Traktor? Die wir haben, sind ja eigentlich ganz gut. Die sind ja auch noch beide aufrüstbar. Die haben beide um die 300 PS aktuell, denke ich. Lass mich mal schauen. Wir haben den Axion 870, der hat 295 PS. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, noch aufwertbar. Und der große hat 325, der geht auch bis über 400. Na, dann packen die auch den Höhenunterschied. Ja, ich würde sagen, wir testen das einfach. Also, ich denke, ein bisschen Landanpassung werden wir da hinten auf alle Fälle vornehmen. Aber, ja, einfach mal gucken. Damit wir das wenigstens noch einmal mitnehmen. Wobei das jetzt natürlich die Frage ist, ob ich den jetzt vorher. Naja, doch, wir mähen das schon noch einmal ab. Er hat auch den Kurs noch drin, oder? Ja, sieht gut aus.
Sieht gut aus. So, erster Wegpunkt. Zack. Dann leg mal los. So, und währenddessen... dasselbe Spiel. Mähdrescher. So, wir haben den Topliner gehabt. Den würde ich mir auch einfach wieder so mieten. In der Kombination mit dem Schneidwerk, genau. Was kam das eigentlich? 1500? Und das Ding... 6000. Naja, es ist schon, ne? 8000. So, ich würde mir aber diesmal nicht den kleinen Wagen dazu holen, sondern würde den einfach selber jetzt schnell da runterfahren, die paar Meter. In der Hoffnung, dass wir keinen Verkehr haben. So. Irgendwas zieht hier gerade ordentlich Leistung im System. Ich weiß noch nicht was. Ah, jetzt geht's wieder. Sich bestimmt wieder Curseplay irgendwie unten. Entschuldigung. Ah, seht ihr, passt doch. Ich glaube, ich fahre hier mal außen rum. Komme ich hier hinten irgendwie besser rum? Nee, eigentlich auch nicht. Ich muss schon die Straße fahren. So, dann lass uns mal hoffen, dass jetzt hier kein Auto rumkommt. Sagt mir doch einer mal, dass ich diesen Schriftzug noch anhab. Habe ich gar nicht gesehen. Zack, zack. Ist mir nicht aufgefallen. So. Okay, haben wir die Route auch noch gespeichert? Ja, ich denke schon, ne? Die müsste eigentlich noch drin sein. So, das ist, exakt, genau. Was laden. So, und dann müsste eigentlich die Strohablage ist auch noch angeschalten, genau. Erster Wegpunkt. So, dann lass mal den hier auch mal durchfahren. Ah, das sieht schon lecker aus, ey. Was dreht denn der hier wieder für eine Runde? Gut. Dann lassen wir den mal so ein bisschen rummehren. Und währenddessen, ja, dann müssten wir uns hier auf alle Fälle mit den Bäumen beschäftigen. Ich denke... Boah, fräsen wir die alle einfach um? Nee, wir müssen das schon verkaufen, ne? Macht schon Sinn, aber mit diesen ganzen Ästen, das ist... Bleh. Da vergeht einem gleich ein bisschen die Lust. Aber okay, nützt ja nichts. Kriege ich den hier überhaupt? Den kriege ich gar nicht. Ja doch, den kriege ich auch. Ha? So hoch. Boah, ich habe Bedenken, dass wir... Okay, wir hätten vielleicht doch den anderen nehmen sollen. Okay. 400. Hier ist noch ein Stück Ast. Was wiegst du? 80 Kilo, sehr gut. Vielleicht fahren wir das erstmal weg. So. So, jetzt sind wir hier vorne an der Straße. Genau, jetzt biegen wir hier rechts ab und dann müssen wir bloß bis dahin, ne?
Also bloß ist gut. Aber ich denke, das sollte gehen hier auch mit Gegenverkehr, oder? Nee, wir haben ja. Habe ich erzählt und schon bleibe ich hier irgendwo hängen, wa? Okay, bitte kein Gegenverkehr. Oder bleibe ich hier mit diesem Teil hängen? Ja, kann das sein? Aber mit so einer Fuhre möchtest du auch nicht angehalten werden, glaube ich. So, Entschuldigung für das, für den Rempler. Okay, perfekt. So. Ah, 2300. Okay, also lasst uns mal, wenn wir den Rest von dem Baum noch in irgendeiner Form aufladen könnten, dann haben wir vielleicht 5000 zusammen. Also ich meine, klar, das macht schon auf alles. Auf alle Bäume gerechnet, denke ich schon, dass wir vielleicht so 30.000 gut machen könnten. Ich weiß nicht, obwohl, ja, waren noch ein ganz paar kleine dabei, vielleicht 20.000. Aber 20.000 für 2 Stunden Arbeit. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder? Alle Bäume weg. Juhu. Keine Skripts-Mods auf den Konsolen. Ja, das heißt, da ist sowas raus, ne? So ein 1,1 Tonnen Stück hier, Baumstamm, zack. Oh, 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 oh. Kriege ich den hier jetzt noch irgendwie drauf? Nein, ich wollte nicht einsteigen. Ich wollte den... Na, wird schon gehen. So. Halt, nicht pausieren. Ja, 3800. Naja, zumindest haben wir insgesamt 10.000 etwa für die Bäume gekriegt. Das ist ja erstmal auch nicht schlecht. Dann kann man jetzt den ganzen Kram hier wieder zurückgeben. Bloß weg mit diesem Forstwirtschaftskrempel, ey. So. Das hat schon was Beruhigendes auch. Und jetzt aber nochmal kurz die Frage an dich, Marc. Du hattest gesagt, du hast Probleme gehabt beim Feld zusammenlegen. Was waren das für Probleme?
Landscaping war übel und bin dran gezweifelt. Ja, es gibt so manche Sachen haben halt im LS doch so noch ihre Tücken. Das stimmt. So, und dann schauen wir uns jetzt erstmal das Landscaping an. Das ist, glaube ich, wichtiger. Und da bin ich wieder total froh, dass wir das nicht bezahlen müssen durch die Mod. Denn das wäre ja echt eine Katastrophe sonst geworden. Okay, also, wir müssen hier auf alle Fälle ein bisschen malen. Denn ich werde... Ja, das Grasfeld, da werden wir ja auch einen kleinen... Okay, so. Genau. So, und dann machen wir den ganzen Spaß hier mit Glätten. Ja, das kommt dann alles runter. Das ist auch doof. Das ist doof. Das ist doof. Okay, wir machen mal Hügel. Aha, okay. Hier sind noch Baumstümpfe drin. Seht ihr das? Die müssen natürlich weg. Ja, für Speichern ist jetzt zu spät. Aber ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert hier. Wenn keine Gebäude sind, sollte das eigentlich klappen. Okay, gut. Das hier irritiert mich. Hier muss irgendwo ein Stück Holz sein. Ja, die scheinen aber erstmal alle zu kommen. Okay, das ist gut. Gut, dann bleiben wir dabei. Dann gehen wir von hier. Ist auch wieder irgendeine Ecke, wo irgendwas nicht funktioniert. So, dann schauen wir uns die beiden Löcher nochmal an. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Na okay, wenn das der Punkt ist, dass wir da nicht anders ran können, dann müssen wir halt damit arbeiten. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Okay, das war hier und dann haben wir noch irgendwo anders so eine Stelle gehabt, wo das nicht ging, oder?
Also man sieht das schon noch mit dem Buckel hier so ein bisschen. Also das ist mal echt noch eine spannende Geschichte, was das noch wird. Aber ich hoffe ja, dass ich das irgendwie vielleicht noch rauskriege. Da müssen wir mal wirklich schauen. So. Ist schon trotzdem noch eine ganz schöne Buckelpiste, oder? Also da muss ich auf alle Fälle, aber das mache ich, denke ich, alles mit dem Glättenwerkzeug, wenn das Feld fertig ist. Ja, ich denke, so ungefähr wird dann das Feld aussehen. Aber ich glaube, das Fertigpflügen, das wird heute wohl eher nichts mehr. Ja, genau. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich will mal gucken, ob hier irgendwie noch ein anderer Kanal ist, auf den ich euch lotsen kann. Müsste man mal schauen. Farming Simulator. Ja, ich mache mein Steam, wie gesagt, aus. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, tschüss.